Hallo Internet und willkommen zurück zu Lord of the Rings Online oder besser gesagt Herr der Ringe Online auf Deutsch. Mein Name ist Hardin und ich spiele mit Garfolorim, dem treuen Zwergenwächter, der sich in den Brelanden befindet und gerade den Räubern das Leben schwer macht. Ach ja, die Brelande. Wie oft ich schon in den Brelanden gespielt habe, kann ich gar nicht mehr sagen. Das war wirklich unzählige Male. Ich bin wirklich jemand, für den sie bei Diablo und Co. das Season System erfunden haben. Noch von vorne anfangen und so weiter und dann immer schön bis Maximallevel kommen, denn was man ja sagen muss, das ist schon ein ganz schöner Erfolgsboost. So, dann gucken wir noch mal, was Lolo Wendeweg für mich hat. Guten Tag, dürfte ich kurz mit euch... Ah ja, die Bären. Ich weiß sogar, wo das ist. Interessant. Das ist quasi überall. Warenfluss ist dort. Das ist auch dort. Keine Zeit ist da. Aha, na denn. Auf und los. Wir gehen also gen Norden. Habe ich das richtig gesehen? Jawohl. Und alle Bären, die uns unterwegs begegnen, sind des Todes. Achso. Das war's schon. Wenn's das schon war, dann gebe ich das doch gleich mal ab, dann bin ich's los. Wie ist das Wertebefinden? Ja, schlecht, schlecht. Was bringt denn mehr Geld? Der Stock. So, na denn. Kleiner Trick. Wenn ihr beide Mauszeiger drückt. Oder wenn ihr einfach den Nummernblock aktiviert. Oder deaktiviert. Einfach auf Nummernblock drücken. Und dann reitet er los. Und ihr braucht nur noch lenken. Das macht es vieles, das macht vieles, vieles einfacher. Apropos hier in Schlucht, da wir schon Level 18 sind, werden wir sämtliche Quests, die nicht notwendig sind, einfach ignorieren. Hier, die wird mir zwar angezeigt, aber schaut an, wie grau sie ist. Graue Quests bringen quasi keinen merklichen Zugewinn, obwohl ich gar nicht weiß, ob sie das nicht sogar umgestellt haben, sodass sie gar keinen Zugewinn bringen. Wir sind hier nur Guten Tag. Dafür da. Gute Arbeit, für wahr, gute Arbeit. Diese Schwarzwoldlümmel habt ihr es aber gezeigt. Na Mensch, das ist schlechter als meins. Das ist schon nicht schlecht, aber das... Ich meine, für eine einhändige Waffe ist es nicht schlecht. Ja, was bringt denn jetzt das meiste Geld? Wahrscheinlich die Rüstung? Nein, die Waffe. Na dann. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Einen guten Tag wünsche ich euch. Was hält euch noch hier? Diese Schwarzwolds sind fort und wahrscheinlich für immer. Dieser seltsame Zwerg könnte noch irgendwo in dieser Gegend sein, aber ich wette, er wird irgendwo anders hinziehen, wo er es interessanter ist. Ihr solltet euren Freund Streicher in Bre diese Nachricht überbringen. Wenn er euch geschickt hat, dann wird er es wissen wollen, was wir herausgefunden haben. Er hält sich vermutlich im tänzelnden Pony auf. Diese Waldläufer trinken ganz gerne ein Bierchen und im Pony gibt es nach wie vor das Beste. Ich danke euch für eure Unterstützung. Aber jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen, mehr um die Räuber dieser Gegend zu machen. Meine Güte, manchmal sind die Texte auch unnötig kompliziert geschrieben. Uhu.
Ach ja. Apropos. Ist ja bestimmt rein. Und dann hier drinnen von Niederhergenen. Die Leute kommen, weil sie sich der Schmach entsinnen müssen. Reimen ist nicht gerade meins. Ich bin ein Zwerg. Ach ja. Nein, halt. Diese Tür nicht, das ist der Hintereingang. Auch nett, dass es diese Tür, ich glaube, gefühlt würde ich meinen, das Pony war schon immer so kompliziert aufgebaut. Aber am Anfang war das alles sinnlos. Ach ja, da. Da. Mittlerweile heißt es auch einfach Streichers Zimmer. Ich wage es nicht, hier lange zu bleiben. Wir müssen schnell handeln. Ihr seid zurück und gerade noch zur rechten Zeit. Seit eurer Abreise ist hier viel passiert. Aber ich habe nun keine Zeit, euch darüber zu berichten. Was ihr mir erzählt habt, wird meinen Männern hier in Breland gute Dienste erweisen. Doch im Moment gibt es eine dringlichere Bedrohung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Während ihr unterwegs wart, haben dieselben Nazgul, die ihr mit Amdir gesehen habt, den Gasthof hier angegriffen. Sie suchten die Reisenden auf, die ich warte, 4 Hobbits aus dem Auenland. Ich kann euch nicht sagen, warum sie... Ich kann euch nicht sagen, warum sie an meinen Gefährten ein derartiges Interesse hatten. Aber was ich sicher weiß, ist, dass ich eure Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen muss. Ja, klar. Ich brauche eure Hilfe. Ihr habt genau wie ich... Ihr habt, genau wie ich, zwar 5 Nazgul gesehen, doch in Wirklichkeit sind es 9. Bevor ich meine Gefährten aus Bre herausbringe, muss ich wissen, wo sich die anderen 4 aufhalten. Würdet ihr nach Westen gehen und mit Lenglen sprechen? Ich habe ihn nach Bockland geschickt, damit er ein Auge auf einen bestimmten Hobbit wirft. Aber es scheint, als ob Herr Unterberg und seine Freunde sich für einen anderen Weg entschieden haben. Sie stehen nun hier unter meinem Schutz. Dennoch könnte Lenglen wissen, wo die anderen Nazgul sich aufhalten. Er lagert auf einer Anhöhe im Norden des Bocklands und hat vielleicht etwas gesehen, was mir von Nutzen sein könnte, aber ihr müsst euch beeilen. Ich darf unsere Abreise nicht zu lange herauszögern. Trotzdem, die Schrift ist etwas zu klein. Immer noch, finde ich. Ja. Warum schreibt denn keiner von euch was im Chat? Mensch. Da bin ich los, ohne meine Silbergeschenke, mein Goldgeschenk aufzumachen. Also ich meine, wenn man schon... Ja! Aha. Hierfür kriege ich 400 und hierfür 600 Silber. Na, jetzt machen wir das Goldgeschenk auf. Ah, seltene Rüstung des Matomjägers. Na gut, dann machen wir es auf. Oho. So öffnen wir es und gucken, was besser ist. Oh, wow. Die Schuhe sind schon mal viel besser. Die Hose schon mal viel besser. Die Handschuhe gehen. Die Rüstung. Alter, die Rüstung ist besser. Die Schultern. Oh, Macht und Vitalität. Oh. Ja, der Helm ist sogar ein kleines bisschen schlechter. Wow. Haben wir schon echt was Gutes geangelt. Okay, also kein Helm. Schultern sind ganz weit vorne. Ja, Rüstung sind 110 Unterschied.
Und hier sind es nur 50, dafür ist aber Macht und Vitalität viel größer, der Unterschied. Genauso. Ja, hier sind es 140 Rüstung, aber Macht und Vitalität ist nur ganz klein. Ich glaube bei den Schultern. Da ist der Macht- und Vitalitätsbonus am größten. Und das wäre mir am wichtigsten aktuell. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann schließen wir das und schließen wir das. Oho, die Schultern sind aber hübsch. Ah, das kann man ja auch anders. Der Helm ist aber auch nicht schlecht. So, dann gehen wir doch zum Zierwerk. Das trage ich gerade. So. Das ist wirklich cool, dass man so alles an- und ausschalten kann. Ja, aber der Helm passt zum Rest nicht, die Schultern schon. Dann machen wir das doch so. Und dann würde ich sagen, raus geht's. Raus geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Ich und mein Zwerg, wir sind 3 Tage wach. Das wäre was. Irgendwann möchte ich einen 72-Stunden-Gaming-Marathon mit einem Spiel machen. Ich wüsste genau, welches Spiel es wäre. Ich wüsste es ganz genau. Und ich wüsste ganz genau, was ich da machen will. Also, ich könnte mir vorstellen, einen Siedler-Marathon zu machen. Das wäre so göttlich. Jeder Beteiligte spielt 8 Stunden. Dann bräuchte ich 3 pro Tag. Und dann bräuchte ich zusätzlich, dann bräuchte ich also 9 Leute insgesamt. Ach, das wäre echt der Hammer. Naja, von Zukunftsplänen sprechen ist immer schön. Aber da ich erst noch andere Projekte habe, die ich euch versprochen habe, ja, die sehen wir erstmal eins nach dem anderen. Außerdem möchte ich hier an dieser Stelle mal ein paar Leute empfehlen. Es passt gerade so schön. Darum empfehle ich euch, erstens guckt euch den Kanal von Katzmatratz an. Der ist wirklich sehenswert. Der Herr denkt, er wäre etwas überemotional, möchte ich fast sagen. Um nicht zu sagen emotionalisiert, weil ich ihn nicht in die richtige Ecke stellen will. Das ist ihn wirklich nicht. Aber er ist jemand, der sich selber viel zu emotional manchmal hält, deswegen ja Livestreams erstmal aufgehört hat. Aber ja, das ist ja Geschmackssache. Ich würde das nicht so sehen, aber gut. Jedem dem sein. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, Lidocaine, vor allen Dingen für alle unter euch, die Anno spielen. Er hat eine unglaublich gute Tutorial-Serie zu Anno gemacht, die ich ja auch immer wieder auf meinem Twitter-Account und so weiter empfehle. Ich kann nur sagen, guckt rein, schaut sie euch an. Es ist wirklich eine Freude. So, wo können wir jetzt hin? Da wollen wir jetzt hin, ne? Das ist alles da, das ist da. Da haben wir keine weiteren Aufgaben aktuell. Mal ins Questbuch rein. Aufträge. Gut, Aufträge sind mir per se egal. Die mache ich so nebenbei. Breland. Na, das kann man doch mal anmachen, damit man hier den 5. Mach mal an, hier. Ah, das ist genau auf diesem Weg. Na, das passt mir doch. Ah, das ist ja fast als ob das jemand so passend designt hätte. Iluvatar scheint auf uns. Ich mag Herr der Ringe sehr. Ah, und wenn ich gerade beim Empfehlen bin, und hier nochmal ganz kurz euch den Namen sagen möchte, Lidocaine. Wie man spricht mit A-I. L-I-D-O-K-A-I-N. Aber ihr findet ihn auch in meinen Abos. Und
Ich glaube, ich werde ihn in die zu empfehlenden Kanäle aufnehmen, wo ja noch große, aus meiner Sicht gute YouTuber drin sind. Aber ich denke, die brauchen meine Unterstützung nicht. Wer sich mit Strategiespielen auskennt, kennt bestimmt Steinwallen und Writing Bull. Dem brauche ich die nicht empfehlen. Aber was ich hier noch unbedingt empfehlen möchte, wenn ich schon über Herr der Ringe rede, sind zwei Podcasts, beziehungsweise von einem Podcast nur eine Folge, was Herr der Ringe angeht, und dann noch einen Gesamtpodcast. Ich möchte einerseits empfehlen den Podcast der Kack- und Sachgeschichten. Das sind mittlerweile drei Podcaster, das waren in den ersten Folgen oft nur zwei, die eigentlich viel über Filme reden, aber mittlerweile auch einige Folgen über andere Themen haben und ein ausgefeiltes Premium-Programm haben. Aber eines dieser filmbasierten Themen, die sie haben, ist Herr der Ringe. Sie haben einen Dreiteiler gemacht, wo sie mit unglaublichen Herr der Ringe-Nerds zusammen richtig viel Herr der Ringe-Wissen zusammengetragen haben und quasi die ganze Welt von vorne bis hinten erzählt haben, alles, was über Tolkiens Geschichten bekannt ist. Das ist so großartig. Also diese Folgen, die gehen auch zusammen, meine ich, 12 Stunden. Jeder einzelne ist, glaube ich, 4 Stunden lang. Und die Kack- und Sachgeschichten waren früher eh dafür bekannt, dass sie viel lange Folgen hatten. Das hat sich jetzt etwas abgenommen. Naja. Als zweiten Podcast möchte ich unbedingt empfehlen Antenne Wetterspitze. Das ist ein Herr der Ringe Podcast. Der ist wirklich, wirklich hörenswert. Tolle Themen. Für Herr der Ringe Leute immer was dabei. Ich kann es euch nur empfehlen. Sucht Antenne Wetterspitze. Das ist also nicht nur vom Namen her schön gewählt, ja. Das ist wirklich ein guter Podcast. Also ein sehr guter Herr der Ringe Podcast und mindestens ein guter normaler Podcast. Aber schmälert die Leistung dieser Leute nicht. Sie haben noch gar nicht so viele Folgen draußen und sie sind schon auf einem sehr hohen Niveau. Bin gespannt, wo das endet. Also ganz ehrlich. So, sowieso, wenn es darum geht, gespannt, wo das endet, das sind wir ja auch so ein bisschen bei Herr der Ringe Online. Ich meine, angekündigt ist ja theoretisch schon seit längerem, ich glaube sogar schon seit letztem Jahr, eine neue Klasse, die ja dieses Jahr leider nicht rausgekommen ist. Man fragt sich, ob die strategisch zurückgehalten wird, was ich für dumm halten würde, um mit dem eventuell aufkommenden Spiel von Amazon zu konkurrieren, was ich sehr dumm halten würde. Weil an deren Stelle würde ich lieber ganz viel Geld sammeln. Und dazu übergehen, dass ich na, komm mit. Da ist noch einer. Komm, den schnappen wir uns noch. Also wenigstens zwei. Bom, bom. Tod und Gedan. Oh. Ach Gott, ich habe Lotro-Punkte erhalten. Was soll ich denn als Lotro-Punkte? Ich kriege die eh nicht alle. Das ist ja schon fast das Gute daran, dass ich jetzt auf einem anderen Server meinen englischsprachigen Charakter habe. Denn auf diesem Server muss ich quasi einige Sachen neu kaufen. Dann komme ich mal dazu, Lotro-Punkte auszugeben. Außerdem hoffe ich ja, dass ihr, sobald ich ein veritables Level erreicht habe, dann vielleicht einen guten Freund von mir kennenlernt. Aber dazu viel, viel, viel später, in Monaten. Das wird wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr was werden. Dadurch, dass ich ja den Charakter hier für euch neu angefangen habe, mich hier so durch die Gegend erstmal wälzen muss. Oh, abgenutzte Schwertscheiden. Ja, komm. Ach.
Und euren Verbündeten, na dann komm mal mit. Du bist ein Nahkämpfer. Ihr beide.